Im Leben wie im Tod preisen wir euch, Mutter Miranda. Oh nein, nicht die Schüler. O Allmächtige, hört unsere Stimme, vereint in Demut vor euch. Wir ersuchen euch, aus den unendlichen Tiefen uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht ersehnen wir das erlösende Licht. Im Leben wie im Tod preisen wir Mutter Miranda. Hey, erkennen Sie mich? Ich bin in dem Schloss fast verreckt. Bitte, sagen Sie mir, was hier los ist. Kann denn ein Mensch nur fast sterben? Ich habe keine Antwort darauf. Kommen Sie schon. Und keine Spur von Rose. Wo hat Miranda sie hingebracht? Du kommst zu spät. Oder nur fast zu spät. Das Kind wird geopfert. Leben für Leben. Was für ein Bullshit ist das denn? Sie ist noch ein Baby. Die Siegel der vier Kinder mögen dir den Weg eröffnen. Bitte, ich brauche keine Rätsel. Ich will nur meine Tochter. Es ist nur ein Rätsel, wenn du die Antwort nicht kennst. Moment mal. Das kenne ich doch. Hey, warten Sie! Da ist kein Schloss dran, du kannst da durchgehen. Diese Oma. Das Umbrella-Logo. Und hier nochmal ein bisschen versteckter das Umbrella-Logo hinter diesem Türmchen. Haus Dimitrescu, Schwert und Blumen. Oder Schwert und Rose ist es ja nicht, ne? Aber Schwert und Blumen, Haus Dimitrescu. Komischerweise repräsentiert von einem König. Ich hätte die Lady da erwartet. Achso, das sind immer Könige. Okay, das sind immer Könige, alles klar. Dann haben wir Haus Moreau. Ich weiß noch nicht genau, wer ist. Haus Heisenberg wissen wir ja, ne? Glück. Das Hufeisen richtig rum, damit das Glück nicht rausfällt. Okay. Mond, also Nacht. Und hier die kleine Meerjungfrau. Haus Moreau. Ich weiß noch nicht genau, wer ist, aber auf jeden Fall, wir haben vier Häuser. Wir haben vier... guck mal, hier sind Blumen. Das sieht aus wie der Wind. Aber Blumen hatten wir da nicht wirklich, ne? Sondern eher Fliegen, so scheiß aus Fliegen. Das sieht ein bisschen aus wie der Wind. Hier haben wir Wellen, also Wasser. Und das hier... Erde vielleicht? Weiß ich nicht genau. Feuer! Das ist mit Sicherheit Feuer. Das Hufeisen steht bestimmt für Stahl oder so. Haus Heisenberg mit seinem Stahlhammer und so. Das könnte Feuer, das ist mit Sicherheit Feuer. Okay, also wir haben so eine Art vier Elemente, aber nicht wirklich. Und hier war noch ein Schlüssel drin. Und hier ist wieder Los Baby, also Los Fötus. In der Glückskurve. Geflügelter Schlüssel. Fürs nächste Haus. Diese komische Wahrsagerin lockt uns also einfach durch die verschiedenen Häuser. Ich habe noch gar nicht Hallo gesagt. Hi, na? Hallo, willkommen zur neuen Folge. Hallo, hallo. Ich bin hier gerade mal so schleichend reingegangen. Okay, der geflügelte Schlüssel ist wahrscheinlich eher hierfür. Na gut. Ich dachte gerade fürs nächste Haus, aber... Da stolpern wir vielleicht wieder aus Versehen rein. Wie schon letztes Mal. Ich dachte, wir kommen wieder ins Dorf. Kann ein Mensch nur fast sterben? Was ist das? Vier Häuser, vier Könige. Und wir haben bereits die erste Schatulle haben wir schon, dieses erste Dingens. Und das Umbrella-Logo. Untersuchen. Da setze ich mal ganz kurz eben unser dreckiges Glasgefäß rein. Dieses Symbol sieht vertraut. Gut, ich setze nicht unser Glasgefäß rein. Ich dachte schon.
wenn wir im Traum oder so des Babys wären, woher sollte das Baby das Umbrella-Logo kennen und so geschickt reproduzieren? Ich weiß es nicht. Ach, da baumelt wieder einer. Ich dachte eigentlich, kann ich da irgendwas anderes mitmachen? Nee, ne? Familienfoto. Schön ausstellen. Den geflügelten Schlüssel haben wir immer noch. Okay. Hier kann ich auch nichts machen, ne? Nee. Okay, vier Könige. Vier Seiten, wo ich Sachen reinstellen kann, aber vielleicht erst, wenn wir sie vollständig haben. Ich weiß nicht genau, was dann passiert. Kann ich hier vielleicht... Oh, die fließen dann hier unten rein wahrscheinlich, ne? So, da plupp und dann fließt das hier unten rein, vermischt sich in irgendwas und... Mal gucken. Irgendwas wird passieren. Pokale. Okay, ich geh erstmal hier lang. Sehr gut. So, ich hoffe, da kommen keine neuen Werwölfe. Scharfschützenmunition. Oh nein. Ich höre die bis hier oben. Natürlich kommen neue Werwölfe. Ich hasse Werwölfe mehr als die Viecher, die wir im Schloss gefunden haben. Die Werwölfe finde ich super lästig. Ist mir egal. Sehr viele Pfeile und wir haben aber keinen Bogen. Kommt der da hochgesprungen? Ich höre doch einen. Der ist da unten irgendwo. Der hat auch gerade so... Laufen. Ui. Stimmt, wir haben die Waffe verstärkt, ich Idiot. Habe ich ja ganz vergessen. Ich muss mehr Headshots verteilen. Weniger, ich habe gerade gedacht, einfach reinballern, aber das ist, glaube ich, nicht the way to go. Ich werde in Zukunft versuchen, doch wieder mehr auf Headshot zu gehen. Und wir brauchen eine Winde, eine Kurbel, eine Blinde, eine Sturbel. Wir brauchen alles. Wir brauchen einfach immer alles. Ich bin so hibbelig gerade. Ich weiß nicht mehr, warum. Meh. Ehrlich gesagt, auf diesen Schutz von Mutter Miranda. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich gebe da nicht so viel drauf. Ich halte die doch ein bisschen für überbewertet. So richtig geschützt hat ihr nichts. Ich dachte, wir kommen ins Dorf. Schätze es mir nicht in Braunschweig-Weststadt. Boah, die fressen trotzdem ganz schön Muni. Und das hasse ich an denen. Ich habe nicht mal was gegen die per se, aber dass man so oft reindrömeln muss und wenn das viele auf einmal sind. Metallreste. So, Muni können wir wieder basteln. Ich würde die trotzdem gerne alle mitnehmen. Ich müsste nochmal reinschießen, bevor er wiederkommt als Werwolf. Dankeschön. Warum nicht mal rosige Reste? Warum gibt es nicht Resident Evil, wo alles gut ist? Da gehst du einfach hin. Alle Menschen sind freundlich. Niemand ist tot. Das nehme ich gleich. Nachdem ich erstmal hier geguckt habe. Hier ist sonst nichts. Resident Evil. Das wäre mein Teil. Geflügelter Schlüssel. Es passt nicht zu diesem Schloss. Ich weiß... Stimmt, den haben wir. Wir haben jetzt Lady Dimitrescus Schlüssel auf ewig, wa? Okay. Huh?
Bitte sag mir, wir kommen da wieder rein. Wehe, wenn nicht, dann bin ich sauer. Wir kommen da eh nochmal hin. Wir müssen noch die Brücke senken, wir müssen noch dies, das machen. Sieht so aus, als würden hier viele Fackeln angehen. Altar, ja, ja, ja. Altar, ihr. Huch. Was? Da bist du. Hab mir gedacht, dass du hier auftauchen würdest. Das war alles umsonst. Ach ja? Dabei hast du doch etwas Wertvolles gefunden. Ah, ich weiß ja nicht. Nun ja, du hältst quasi deine Tochter in den Händen. Was? Was soll das heißen? Sieh genau hin. Was? 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 Dieses Gefäß scheint ihren Kopf zu enthalten. Nein. Was? Rose ist... Ich will es nicht hören! Das... Nein, unmöglich! Das kann nicht sein! Der Geist deiner Tochter ist noch intakt. Ihre Kräfte sind wirklich einzigartig. Wer würde sowas tun? Du kannst sie immer noch retten. Retten? Wie denn? Sind sie verrückt? Im westlichen Teil des Dorfs ist ein Haus mit einem roten Schornstein. Geh zu dem Mann, der dort lebt. Danach können wir unser Gespräch fortsetzen. Kommen Sie schon. Halten Sie mich nicht zum Narren. Du brauchst mir ja nicht zu glauben. Aber hast du eine andere Wahl? Entscheide du. Der Kunde ist schließlich König. Nicht wahr? Ich schwöre, wenn Sie mich verarschen... Verdammter Witzbold. Woher weiß der das alles? Woher weiß der das? Und was für Kräfte? Und wir haben noch eigentlich 1000 Fragen. Also als Vater wäre ich engagierter, glaube ich, da mehr zu erfahren vielleicht. Lieber Ethan, aber... Wir werden alle sterben! Und wie passt dieser kleine Kopf in dieses sehr schmale Gefäß? Wir haben das Baby am Anfang gesehen, wir haben es rumgetragen. Der Kopf war schon ein bisschen größer, der war ein bisschen ausgeprägter. Wenn der da rauskommt, sieht er aus wie eine eckige Melone. Die aus Japan, die Dinger. Oh ja. Yeah. Okay, die können wir natürlich verkaufen. 2 Kristall. 25.000. Ich weiß, wir sollen alles verkaufen. Ingrids Halskette, ich weiß, wir sollen alles verkaufen. Fisch und so mache ich nicht, aber alles, was Schatz ist, wertvoll, wertvoll. Kristalline Überreste von Lady Dimitrescu, schreckenerregend wie elegant, sehr wertvoll. Kristallfragment. Nichts zum Zusammensetzen, ich gucke vorsichtshalber immer nochmal. Ich verkaufe das dann eben auch. Ich fände es irgendwie, ganz ehrlich, ich fände die Vorstellung nice, also wenn ich da jetzt rumlaufen würde, ne, ich selber. Ich würde diese kristalline Figur auf jeden Fall für zu Hause behalten. Das würde ich mir ins Wohnzimmer stellen oder sonst wohin. Das sieht halt immens cool aus. Guck dir das Ding mal an. Das hätte ich auch gerne in einer Collector's Edition. Sogar eigentlich lieber als Lady Dimitrescu selbst, weil das halt echt cool aussieht. Aber gut. Kristallfragmente haben wir alles hier. Ein Lippenstift, Anzahl 0. Ah, jetzt Anzahl 1. Okay, kristalline Lady, 37.000. Ich verkaufe einfach alles. Oh, Lady Dimitrescu. Reizend selbst im Tod. Diese Kurven. Ich habe gerade aufgestockt. Ich würde mir das kaufen. Erhöht die Anzahl verfügbarer Inventarplätze. Wangenauflage, Langdistanz-Zielfernrohr, 15.000. Wir bräuchten 45.000, wenn ich den Koffer noch haben will. Den Koffer hole ich nächstes Mal, wa? Spezialzubehör für ein Scharfschützengewehr erhöht die Reichweite des Zielfernrohrs. Noch mehr Rohrbomben, die können wir aber selber bauen, glaube ich.
Da muss ich mir den Plan holen und hier, da ist schon alles ausverkauft. Cool, 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 cool. Okay, diesen Zusatzkoffer will ich. Wir brauchen ihn noch nicht sofort. Wir holen uns den später. Spezialzubehör für ein reduziertes Verwackeln der Waffe beim Zielen. Kostet aber auch 20.000. Würde insgesamt 35 kosten. Will ich mir erstmal noch nicht holen, weil, ganz ehrlich, das Wackeln stört mich nicht so unbedingt. Hat mich bei Lady Dimitrescu gestört. Aber eben beim Werwolf zum Beispiel, da ging es eigentlich ganz gut. Deswegen würde ich erstmal das Zielfernrohr holen. Aha! Sofort ausrüsten. Und Pipebombs würde ich, glaube ich, gerne herstellen. Ich frage mich, ob die Pipebomb bei der Lady Dimitrescu gerade was gebracht hat. Ich habe der einen unter den Arsch geworfen. Ich kann aber nicht sagen, ob es funktioniert hat. Oh, jetzt können wir hier noch weiter... Ah, jetzt können wir noch weiter upgraden. Außer die Rifle offenbar. Boah, zum Glück haben wir ja alles geupgradet gerade, ne? Vor dem Kampf. Flinte. Noch mehr Feuerkraft. Kostet 10.000. 19.000. Ich mach die Feuerkraft. Wir werden bestimmt bessere Knarren finden, das weiß ich. Aber für jetzt... Aha. So. Beachte mich gar nicht. Hals- und Beinbruch. Ja, habe ich alles schon gebrochen und dann wieder zusammengeklebt. Noch eine Schreibmaschine. Wow, sehr großzügig, cool. Das ist sehr lieb. Dann speichern wir mal. Nee, ich mach einen weiteren Haus des Kunsthandwerkers, falls wir irgendwas vergessen haben auf dem Weg und ich das bereue hinterher. Ornaments mit der geflügelte Schlüssel. Ah, vier Flügel. Oder? Zwei Flügel. Vier Flügel. Vier geflügeltes Wesen. Oh, so ein Apfel, ich Bock drauf. Ah, gut, geflügelter Schlüssel. Ja, nun. So kann man die einfacher öffnen. Okay, wollte schon sagen. Ich hoffe, das Dorf ist noch frei. So, Kirche. Wir haben alle Gebäude. Naja, fast alle Gebäude rot. Okay. Und wir können vor allen Dingen jetzt auch hier rein. Rechts runter das Haus. Problem ist nur, wir kommen gerade nicht rein, weil hier dieses Tor ist. Kommt man da jetzt durch? Nee, ne? Muss ich da von einer Seite ein Schloss aufschießen? War ich zu doof mal wieder? Okay, da ging es nicht raus. Hier ist auch rot. Und ich würde auch gerne alle Kristalle finden, ne? Würde ich gern. Ach, dieses Schloss, ich hasse es. Wir brauchen halt immer genauso viele Dietriche, wie wir finden können. Müssen wir auch einsetzen. Das ist, glaube ich, so ein 1:1-Game, was es nicht unbedingt einfacher macht. Und ich komme da sonst nicht rüber. Ich müsste auf der Karte gucken, wie ich da lang komme. Ich werde mich zwischendurch immer ein bisschen im Dorf aufhalten und Sachen gucken, die wir vielleicht inzwischen machen können, die wir vorher nicht machen konnten, ne? Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Da war die Ziege drin. War denn hier nicht auch irgendwo... Oh, hey. Lagen die vorher schon hier? Oh. Gefundene Zutaten können Sie beim Duke abliefern. Okay. So viel zu meiner Einsturztheorie. Huch! Ist noch einer.
Der beruhigt sich gleich wieder. Ja, das mit dem Einstürzen stimmt so wohl nicht, wie ich dachte. Ich dachte, ich komme auf Schleichwegen da raus, aber offenbar... So, ins Schloss kommen wir nicht mehr. Die Ketten durchschießen geht sehr wahrscheinlich nicht. Ich will nicht mal Muni drauf verschwenden. Ich will was probieren. Ach, scheiße. Ich kann da keine Pipebomb herstellen, ich Idiot. Oh, ich liebe die Knarre. Ich habe nur ein bisschen Befürchtung, es könnte auf Dauer etwas teuer werden, wenn ihr ständig Werwölfe respawnen. Was? Aber das war doch... Was ist da? Datum 9.2.2021. Protokolliert von NH. Norbert Hitler. 11:35 Uhr. Ankunft. Keine Anzeichen von Ethan Winters und Rose Winters. Nach mir wird nicht gefragt. 12:10 Uhr. Dorf infiltriert. Begegnung mit mehreren Biowaffen. Hinweis auf Ethan Winters gefunden. Aufenthaltsort von Rose Winters unbekannt. 13:10 Uhr. Basis in Kirche eingerichtet. Weiteres Vorgehen. LBTDK9, Durchsuchung des Labors. K9 ist ein Hund. K9 ist immer die Bezeichnung für einen Hund. Wegen K9 heißt Hund. Norbert Hitler und Unreal Engine, Analyse der Pilzproben. Und Alf, der Alpha also auch. Infiltration der Fabrik. Der ist also auch der feine Alpha. Das ist... Ist also jetzt übergelaufen, na ja, gut zu wissen. Oh, die ist ja tot, ne? Da ist das Püppchen. Da ist das. Okay. Hey, ich kann hier nochmal speichern. Yeah! Also. Oh, hey. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, die Werwölfe respawnen nicht immer, aber ich glaube, wir kriegen noch ganz andere Probleme, wenn ich hier immer im Dorf rumlaufen will. Oh, hey. Da wird die Muni auch langsam knapp, nur noch 15 Schuss. Die lassen halt immer wahnsinnig viel Kohle fallen. Ich hoffe, das rechnet sich ein bisschen. Ich hätte nicht ins Haus laufen sollen. Parkt er irgendwo? Nee, ne? Vor allen Dingen sollte ich auch nicht so viel Scharfschützenmuni verbrauchen, habe ich das Gefühl. Oh, Mann. Ach so. Im Feld. Mit der Kohle kaufen wir uns einen schönen Urlaub in Haiti. Weg von dieser Scheiße hier. Da liegt noch irgendwas. Nachdem das Haus komplett ausgebrannt ist, offenbar. Da liegt auch noch was. Fuck.
Da! Da! Muni sparen. Muni sparen. Schöne Zervelatwurst ausnehmen hier. 1000 Lay, sehr gut. Pistolmunition 30. Explosivgeschoss. Wofür denn das? Oh. Oh Gott, ich habe das Gefühl, wir kriegen noch ganz andere Kaliber, wa? Wir sind auch lange nicht am Ende. Louis, ach nein, Luisa. Och, die Luisa, die Arme. Warum hatten die auch so eine... Das ist eine furchtbare Halskette, sag mal. Okay, wenn wir mehr rumlaufen, können wir wahrscheinlich auch mehr verkaufen am Ende, ne? Ich glaube, so läuft's, darauf läuft's hinaus. Ich muss nur gucken, dass ich ein bisschen so die Balance halte. Zwischen dem, was wir verballern und zwischen dem, was wir dann wieder reinkriegen. Der Roy muss stimmen. Entschuldigung. Geh mal kurz. Herzlich willkommen beim Ranch Simulator. Ich massiere es ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt geht. Aber wenn es mit den Fischen geht... Ich muss mein Baby finden! Geht das? Okay, offenbar. Oh, Alter! Oh, ich wollte gerade... Okay. Erlesenes Wild! Nice, vielen Dank. Hier können wir nichts machen. Ich entschuldige mich dafür, aber es muss manchmal sein. Wir müssen survivalen und dann muss man manchmal auch erlesenes Wild legen. Auf eine sehr humane Art und Weise. Ja, das ist wie bei Kobe. Es wird erstmal massiert, bis es tot ist. So, ganz kurze Frage. Oh, Magnum-Munition. Magnum. Magnum macht gut Damage. Ich glaube, die Magnum wird wahrscheinlich unsere kleine Handfeuerwaffe absetzen, wa? Wobei halt die Muni für die hier super günstig ist. Das weiß ich daran wirklich zu schätzen. War hier noch irgendwas? In dem Haus, wo wir uns gerade versteckt haben, da würde ich gerne nochmal reingucken. Oh hey, das war der, den wir da runtergeschossen haben, ne? Cool. Okay. Gut, gut, gut. Lalalalala. Von meinem Urlaub in Bayern habe ich mir mehr versprochen. Ich weiß nicht. So. Da war doch ein Tor. Egal, da komme ich eh nicht hin. Komme ich hier irgendwo hin? Alles schön absuchen. 270 Lay sind 270 Lay. Immer schön alles absuchen. Komm mal her! Ja, komm mal her! Oh, geflügt. Ja, komm mal her! Ja, komm mal! Bock, bock, bock! Put, 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 put! Kleines Geflügelchen mitgenommen, hm? Ach, schön. Empört sein, aber gleich morgen bei KFC wieder drei Buckets reinstopfen, wa? Das haben wir gerne. So. Okay, die habe ich letztes Mal nicht gebraucht, ne? Ich weiß nicht, ob das hier alles schon letztes Mal da lag. Und hier im Haus habe ich gerade auch Mehlsäcke gesehen. Die waren, glaube ich, auch von letztem Mal noch übrig, ne? Da kann man auch zuziehen, ich erinnere mich. Ob hier was Neues liegt, weiß ich nicht. Neue Mehlsäcke oder so. Hier ist nichts. Hier liegt auch nichts Neues. Oh, warte mal. Komm an. Noch nicht, oder? Aber später? Oder kommen wir da gar nicht raus? Weil ich sehe da ein bisschen gelb. Kommen wir hinter das Haus hier? Weil ich glaube nicht, dass sich die Öffnung da hinten... Da kommen wir nicht hin. Ach,
doch, ich glaube, hier waren wir schon mal. Ja, hier waren wir schon mal. Okay. Trotzdem umgucken, falls hier nicht plötzlich wieder Hühner sind oder irgendwas. Die waren letztes Mal nämlich nicht da. Okay, ich soll zum Duke gehen mit den Tierteilen, ja? Mit den Tieren. Das probiere ich gleich mal. Vielleicht, der isst die wahrscheinlich selber und gibt uns Geld dafür. So. Ich würde gerne kordeln. Oh, hier oben waren wir auch noch nicht. Ich höre schon wieder Hühnchen. Hey. Untersuchen, schmiedeeiserner Schlüssel. Okay, hallo. Oh, ein Kräutchen. So, Gesundheitstränke haben wir noch genug. Ich stelle nicht zu viele her, falls ich aus Versehen... Ich wollte die linke Steuerung noch umstellen, ne? Ein Hühnchen, komm mal her. Zwei sogar, ja, komm mal her. Ja, braves Huni. Braves... Zwei brave Hunis. Oh. So. Kannst du auf den Huni rausgeben? Okay, gut. Also hier ist nicht so viel. Ah, naja, immerhin. 7 Pistolenmunition, aber ganz ehrlich, so richtig reich wird man hier auch nicht, bis auf die paar Geflügeldinger. Von der anderen Seite verschlossen. Das heißt, wir kommen irgendwann da raus. Aber wo müssen wir da reingehen? In keins von diesen hier, oder? Nee. Oder vielleicht kommen wir da gar nicht, vielleicht kommen wir da auch gar nicht raus. Vielleicht ist es einfach nur von der anderen Seite verschlossen, weil es von der anderen Seite verschlossen ist. So. Okay. Wenn ich auf die Uhr gucke, wird es langsam Zeit. Aber... Eva, Juni 1909 bis August 1919, möge dein Schlummer nur vorübergehend sein. Oh, jetzt kann man doch lesen. Na gut, hier nicht, aber bei Eva. Nur bei Eva? Ist das ein Easter Egg für Resident Evil, Leute? Eva ist der einzige Grabstein? Eva ist der einzig lesbare Grabstein. Okay. Wie ich da reinkomme, weiß ich auch noch nicht genau. Das Fenster kriegen wir nicht auf. Okay. Eva, geliebte Eva, möge dein Schlummer nur vorübergehend sein. So, hier hat jemand mit Kätzchen gespielt. Das ist das Haus. Okay, pass auf. Ich würde eben noch mal ganz kurz was probieren. Ich will mal schauen. Wir werden nächste Folge wahrscheinlich auch noch im Dorf rumlaufen. So. Willkommen. Ich glaube, das ist immer die Ruhephase zwischendurch, bis es zum nächsten geht. Beachte mich gar nicht. Okay. Soll ich dem einfach die Scheiße... Was ist das? Boah, 8.800 fürs Schwein. Okay, nice. Aber da steht nicht Luxusgegenstand. Da steht gewöhnliche Zutat, rohe nicht genießbar. Zu hungern heißt zu leben. Was? Zu hungern heißt zu leben, sagt er, während er isst. Soll ich mir mal das Rohrbombenrezept holen? Manchmal vielleicht ganz praktisch. Bei so sehr vielen Gegnern. Eine Rohrbombe selber ist mir, glaube ich, die ist teuer. Flintmunition kostet 1000. Dafür kriegen wir wie viel?
Da steht gar nicht dabei, wie wir kriegen, ne? Schrotkaliber 12 Flintmunition. 9mm, aber Scharfschützenmunition. Ich sollte ihm noch die Sachen. Auf Wiedersehen! Ich sollte ihm noch die Zutaten bringen. Also dieses Geflügelkrams und so, ich sollte ihm das doch bringen, aber irgendwie. Es sieht so aus, als könnten wir was daraus machen. Aber ist das noch nicht freigeschaltet für uns? Haus mit dem roten Schornstein finden, machen wir sehr bald. Was haben wir hier noch? Okay. La 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 la. In der Kirche haben wir auch noch nicht alles abgesucht. Oh, die Hühner sind weg. Die Fische sind... Ah! Die Truhe ist weg. Ah! Haha, die Hühner sind auch weg. Nice! Und hier ist der Shop. Alles klar. Da kommen wir, glaube ich, nicht... Alter... Da kommen wir, glaube ich, noch nicht durch. Obwohl wir da nur zu dem Haus kommen. Rechts runter? Warte mal. Die Tür geht zurück ins Dorf, wo wir eh schon waren. Hat aber vier Flügel. Okay. Okay, na gut. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und ich glaube, da werde ich noch ein bisschen das Dorf erkunden. Ich will nicht wissen, was er da gerade macht. Ist mir ganz egal, aus welcher Körperöffnung es rauskommt, wenn man so ein Gesicht macht. Naja. Ich sage jetzt mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Dann gucken wir noch ein bisschen im Dorf rum. Ich weiß noch nicht genau wo. Wir haben noch ein paar rote Häuserchen, die machen mich fertig. Also sowas hier kann ich momentan noch nicht machen. Aber warum ist die Kirche noch rot zum Beispiel? Dann will ich da doch nochmal zurück. Was ist das Rote hier? Das war der Friedhof, wo man sagt, er ist von einer Seite verschlossen. Okay. Das hier, oh, Friedhof, dadurch, da entlang, Schloss mit sechs geflügeltem Embryo, ein sechsgeflügelter Embryo, alles klar. Ich glaube, da geht's, ja, vielleicht geht's da zum Final Fight, aber es müssten eigentlich 8 Flügel sein, glaube ich. Die sehe ich hier aktuell noch nicht. Die kommen vielleicht später. Ah, lass uns mal überraschen. So, Brunnen haben wir auch noch ein paar. Also wir haben noch ein bisschen was zu erkunden. Und ich würde wahnsinnig gerne alle Häuser auch auf Blau bringen. Bei dem Haus weiß ich nicht genau, ob uns das gelingen wird. Wie gesagt, das habe ich aus Versehen selber zugemacht. Und bin dann oben übers Dach raus. Und deswegen komme ich nicht mehr rein. Ich weiß noch nicht. Hier kommen wir auf jeden Fall rein. Wenn wir dann da hinkommen irgendwie. Da durch. Hier kommen wir auch rein. In den Ostteil. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, gut. Wir schauen uns nächste Folge, schauen wir uns mal ein bisschen im Dorf um. Und dann müssen wir auch gucken, wo es weitergeht. Aber das erfahren wir ja dann in Bälde. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao. Moment. Das geht nicht. Ciao. Mit V. Tschüss.